So, nach ein paar Wochen versuchen wir das jetzt nochmal mit Galaxy Live. Ja, das Problem war, wie letzte Zeit, dass da immer genau dann, wenn ich aufnehmen wollte, natürlich der Server nicht online war. Ihr seht, ich habe hier schon einige Sachen gebaut. Hier kann ich dann nochmal hier aufwerten, meinetwegen. Ja, hier mach mal aufwerten und den wertest du auch mal auf. Das dauert jetzt ein paar Stunden, das ist einmal, ja. Dann probieren wir so lange was anderes hier. Ihr seht, ich habe hier eine Armee vorhanden. Ich habe hier ein paar Freunde, die hatten mich in Kommentaren. Auf YouTube hat mich da einer angeschrieben, der will doch mal mit mir befreundet sein. Ja, und was machen wir jetzt? Wir gucken doch mal, ob wir jemanden angreifen können. Hier hatte ich schon mal den, da können wir doch mal ausspionieren. Da hatte ich schon mal angegriffen, irgendwann offscreen. Und das kann man jetzt doch noch mal probieren, ob das funktioniert. Planet angreifen. Probieren wir das doch mal. Wir greifen mal von beiden Seiten an. So, mach du mal das da platt. So. Ah ja, der ist hier eingeloggt, weil das ist irgendwie so ein Phänomen, dass der sich nicht entscheiden kann, auf wen er schießt, sondern schießt er auf gar keinen. So. Ein Geschütz ist tot. Dann sind noch mehr Geschütze tot. So, und hier wird jetzt die Sternbasis schön platt gemacht von dem Typ. So. Dann haben wir einen Hammer. So, mach die Geschütze fertig. Und wir haben noch ein Geschütz platt gekriegt. Kriegen wir das da auch noch platt? Wir haben jetzt immerhin 5 Panzer auf den ausgerichtet. Und wir können immer noch 2 Häuser platt machen. Werden wir das schaffen oder werden wir da kläglich scheitern? Ein Haus haben wir platt gekriegt. Das zweite haben wir auch platt gekriegt. Werden wir die Geschütze noch platt kriegen? Es wird wahrscheinlich eher nicht klappen, aber naja. Wir haben immerhin das erreicht, was wir erreichen wollten. Und wir haben unsere Armee gleich wieder aufgefüllt, weil ich hier Unmengen davon in Warteschlange habe. Komm, da setze ich einmal noch mehr in die Warteschlange. Geld produzieren wir eh genug. Wir produzieren 30.000 Gold pro Stunde, glaube ich. So, hier machen wir noch 2 kleine Truppen, weil wir noch so viel Platz haben in unserem Warp-Tor. Und was wir vor allem haben ist, wir haben einen Hammer gekriegt. Das heißt, ich kann mir einen neuen Arbeiter anheuern.
Wenn ich jetzt einen Arbeiter anheuern will, brauche ich dich drei. Ich habe sogar drei Helme schon. Ich brauche aber noch drei Werkzeugkästen. Die kriege ich, wenn ich meinen Freunden helfe. Und ich brauche drei Hämmer. Die kriege ich, wenn ich die Sternenbasen platt mache, eventuell. Ja, was bauen wir denn mal aus? Wir bauen aus... das Geschütz hier ausbauen. Das dauert 5 Stunden. Also so viel Zeit will ich jetzt da nicht während der Aufnahme verbrauchen. Da sagen wir, was geht schnell. Das braucht 1 Stunde. Wir können auch was Neues bauen. Wir können meinetwegen da ein Haus noch hinbauen. Das dauert nur ein paar Sekunden. Der steht hier auch super in unserem Schutz. Hier haben wir auch noch einen Bunker. Da sind ein paar Truppen drin. Ja, hier, der baut, glaube ich, die weiter einfach so, während, auch wenn er sie nicht weiter platzieren kann. Da setzen wir auch noch mal ein Haus hin. Dieser Aufbau, der ist auch sehr provisorisch. Den werde ich auch irgendwann bestimmt noch mal ändern. Ich kann nämlich Sachen einfach verschieben hier. Dass ich jetzt einfach mal, damit ich es irgendwo hin habe. Dann haben wir hier nämlich so ein paar kleine Häuser. Ja, hier mehr Häuser, da müsste ich die Sternenbasis ausbauen. Die ist aktuell Level 4, da bräuchte ich aber 3 Millionen Gold. Und 4 von den Dingen habe ich eine. 3 Millionen Gold kann ich mir aktuell überhaupt nicht lagern. So viel Platz habe ich gar nicht. Bauen wir doch nochmal. Was können wir noch bauen? Wir können eine Bank bauen. Da geht nicht. Da muss ich erst... geh doch mal von dem Baumenü weg. Da muss ich erst hier so einen Stein wegräumen. Und dann sagen wir Bank bauen. Wie gesagt, das ist alles nur ein sehr provisorischer Ausbau. Der wird eventuell noch mal verbessert. So, ich weiß nicht, wie lange braucht der jetzt, um eine Bank Level 1 zu bauen? 10 Minuten braucht er dafür. Naja. Das heißt, wenn es noch 5 Minuten zu bauen gibt, dann kann man es auch mit ein paar Mineralien, kann man das einfach abkürzen. Mal sehen, was haben wir denn noch für Ziele? Wenn wir jetzt da mal kurz ausspionieren, wie sieht es da jetzt aus? So sieht das jetzt aus. Das sieht ziemlich ähnlich aus, wie es eben auch aussah. Kriegen wir den angegriffen? Probieren wir es nochmal. Komm, machen wir das so. Ihr dürft da währenddessen auf das Geschütz schießen. So. Dann sind die wieder eingeloggt. Also das ist eingeloggt, das da ist nicht eingeloggt. Weil der sich nicht entscheiden kann, wo er hinschießen soll. Irgendwie kommen wir hier nicht ganz so weit, glaube ich. Das könnte diesmal ziemlich eng werden. Da verkürzen wir das Ganze mal. Der muss natürlich unbedingt das Geschütz platt machen wollen. Ja, das war ja ganz toll. Also, das werden wir mit der aktuellen Armee nicht schaffen. Ja, und bis jetzt wieder eine Armee aufgebaut ist, dauert es natürlich erstmal wieder. Der braucht auch immer noch
Was haben wir denn noch für Optionen? Können ja mal bei meinen Freunden das, ja, da können wir mal besuchen gehen. So sieht's hier nämlich aus. Da kann ich jetzt nicht so viel machen. Wir haben hier den, den können wir besuchen. Der hat 3 Planeten sogar. Also hier, ihr seht schon, der ist sehr gut bewaffnet. Der hat hier seine Armee an Marines aufgestellt. Dann hat der... Eine Kolonie haben wir noch. Nämlich diese hier. Da hat er überall hier solche Typen mit Raketenwerfern. Und was haben wir noch? Die zweite Kolonie haben wir noch. Die ist wahrscheinlich noch weniger ausgebaut. Ja, die ist... ja, sie hat auch immerhin einiges. Und wen haben wir noch? Wir haben noch Elderby. Den kennen wir ja noch. Oh, da können wir sogar... Moment, kann man bei jedem Planeten... Tatsache. Ich dachte, das geht gar nicht. Kann ich jetzt aber bei jedem Nutzer oder nur bei sogar bei jedem Planeten? Oh, ich kann bei jedem Planeten was machen. So, besuchen. Darf ich auch mal... Ja, da kann man sogar mehr machen, als ich dachte. Haben wir hier schon was gemacht? Ich dachte, ich kann nur insgesamt 5-mal. Ja, hier habe ich schon gemacht. So, nach Hause gehen wir mal. Da wollen wir mal schauen, was wir da haben. Wir haben den, können wir gleich verkürzen. Da haben wir jetzt 2 Batterien. So, 3, 2, 1, 0. So, dann können wir hier nämlich sofort Bau machen. Wir haben da eine Bank, da haben wir jetzt immer ein bisschen mehr Kapazität. Die müssten wir natürlich noch ausbauen. Mal sehen, können wir noch was bauen? Wir können Minen bauen. Kann ich aktuell erstmal dahin klatschen. Ich glaube, wenn so Level 1er Minen angegriffen würden, ist das jetzt auch nicht die Weltuntergang. Da können wir eine hinklatschen. Das dauert ja alles nur sehr kurz. Wir können da eine hinklatschen. Ja, Minen habe ich irgendwie kaum gebaut bisher. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das Ding hier übrigens, das kann irgendwie gar nichts aktuell. Das ist wohl noch nicht fertig implementiert. Das ist ein bisschen blöd. So, bauen wir doch nochmal. Da. Und mehr kann ich auch nicht bauen. Dann kann ich hier das ausbauen, so ein bisschen. Das dauert 2 Minuten, das heißt, es dauert eigentlich nicht 2 Minuten, weil ich es sofort verkürzen kann. Kann ich mir ja mal den hier machen. Ich kann den aufwerten. Und verkürzen. Ich kann den aufwerten und wieder verkürzen. Den kann ich auch aufwerten. Das kostet ja im Grunde nichts wirklich. So, und verkürzen. Und was haben wir jetzt? 10 Minuten kann ich jetzt ausbauen. Ich kann aber auch das hier aufwerten. Das braucht aber 7 Minuten. Ja, komm, das ist noch vertretbar. Ja, und so geht das hier voran. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich noch mehr zeigen kann, weil meine Armee halt nicht wirklich ausgebaut ist. Ich kann auch mal gucken, ob ich einen anderen Planeten ausspionieren kann. Ich glaube, kann ich zu dem... Ja, den kann ich ausspionieren. Okay, so sieht's hier aus.
Das ist dann auch schon wieder ein bisschen härter. Da brauche ich, glaube ich, erstmal Spezialtruppen. Und Firebit, wir sind nicht angriffsbereit. Oh. Der ist zu ein großer Kacknoob dafür, dass wir ihn angreifen können. Was ist mit dem? Können wir den ausspionieren? Achso, der hat immer noch nicht... der ist irgendwie, glaube ich, nicht mehr aktiv, so wie es aussieht. Also wenn der hier nie seine... Also der ist auch zu schwach. Ja, wie sieht es bei Firebit denn aus? Da können wir doch mal gucken, ob wir den noch ausspionieren. Und ich glaube, dann hören wir auch auf, weil ich sonst nichts groß zeigen kann. So sieht es hier aus. Der hat hier Leute gefangen. Und was nicht alles. Dann kommen wir nochmal nach Hause. Kann ich irgendwelche Truppen verbessern hier? Den könnte ich prinzipiell verbessern. Ach komm, 5 Stunden, dann verbessere ich den doch mal. Dass der ein höheres Level hat. Ich kann halt nur eine auf einmal verbessern. Und ich glaube, ich kann jetzt auch so lange, oder? Kann ich so lange noch eine andere Truppe neu aktivieren, wenn ich wollte? Ja, könnte ich sogar, aber ich habe nicht so viel Mineralien. Die könnte ich prinzipiell zwar mir holen, aber da brauche ich halt erstmal eine gescheite Armee für. So, das sammeln wir alles ein. Mineralien muss ich aktuell so machen, weil ich habe kein freies Mineralienlager. Der ist gleich fertig, dann machen wir den noch zu Ende und dann hören wir auch, glaube ich, wieder auf, weil, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so viel zu zeigen hier. Ob ich dann nochmal irgendwann von dem Spiel was zeigen werde oder nicht, das wird sich zeigen, weil ich glaube, so gut für ein Let's Play ist das jetzt auch nicht das Spiel, weil es halt einfach sehr viel abwarten ist. So, dann... werde ich noch irgendwas auf. Hier das andere Level 1 Haus werde ich noch auf. Und dann hören wir auch auf. Wie gesagt, ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend zum Zeigen, das Spiel. Aber da habt ihr immerhin mal ein bisschen Fortschritt bei mir gesehen. Ob es da nochmal was hiervon geben wird. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.